Hallo YouTube, hier ist Boogie Kraxen. Ich bin wieder mal unterwegs zu einem typischen Mikro-Adventure. Und auf meinem Materialschlitten sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich habe wieder mal was gesucht, natürlich war es im allerletzten Packsack ganz unten. Und ja, das Objekt der Begierde ist da drinnen in diesem blauen Beutel. Das sind nämlich die Steigfälle für meine Langlaufski. Hier hat es überall solche Steigungen. Und bei den kürzeren habe ich vorhin abgeschnallt und die Ski draufgetragen, aber hier macht es durchaus schon Sinn, die Fälle aufzuziehen. Ja, Freunde, kurzer Rundumblick. Ist eigentlich noch prächtig, kann man sich nicht beklagen. Diese Stelle ist zum Glück auch etwas windgeschützt. Herrlicher Ausblick, diese Hügel. Ja, und mein Ziel befindet sich da hinten. Da sind aber die grauen Wolken zu Hause, wie man sieht. Schauen wir mal, wie es wird da oben. Ja, Freunde, Gipfelsieg sozusagen. Es windet sehr, sehr stark. Hoffentlich kann man mich hören, aber die Aussicht ist absolut. Also, ich habe hier einen Abzweiger genommen über die Flanke und nicht die offizielle Loipe. Ich denke, dass war etwas schneller, aber super Rundumblick. Heute die letzte Sekunde. Sonne. Zelt ist soweit abgespannt, ich werde da mein Zeug reinräumen und wieder das Schneeschmelzen beginnen. Guten Morgen, es ist kurz vor 5:30 und trotz bewölktem Himmel gibt es hier diese prächtige und wunderbare Morgenröte. Es ist noch windstill und ja, ich bin begeistert. Ja, Freunde, kurzer Rundblick. Es ist nach wie vor bedeckt und der Wind hat aufgefrischt. Ja, gestern Abend nach Sonnenuntergang hat es ca. minus 10 gehabt. Vor dem Schlafengehen minus 13. Heute um 6 musste ich mal raus und da hat es erneut minus 10 gehabt. Mittlerweile hat es nur mehr unter Anführungszeichen minus 6 Grad. Ja, mein Zelt hat die Nacht bombig überstanden. Ich denke, das war auch nicht wirklich eine Herausforderung. Ja, ich habe hier die Kochmulde vorbereitet. Da kann ich bequem sitzen und ich werde mir dann meinen Multifuel anwerfen. Ja, hier windet es ziemlich mittlerweile und mein kleines Zelt wird ordentlich durchgebeutelt, aber kein Problem. Ja, hier in meiner Kochnische wird Schnee geschmolzen für den Abwasch und für etwas Tee und ich werde dann schön langsam ja, zusammenräumen und runterfahren. Thank you.
Jo, hopp auf, geh mal Tira. Am Montag. Boah. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr hattet bei der rasanten Abfahrt von vorhin genauso viel Spaß wie ich. Ich habe es einfach zischen lassen. Das ist eben der Vorteil von Skiern gegenüber Schneeschuhen zum Beispiel. Ski gleiten bergab super und das geht ohne Anstrengung. Und mit Schneeschuhen muss man leider bergab auch stapfen. Ja, ich lege hier noch eine letzte Pause ein und werde mir einen Tee gönnen. Ich habe noch circa 1 Kilometer bis zum Parkplatz und damit zum Auto. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle schon von euch verabschieden mit dem üblichen Appell. Geht raus, bleibt nicht zu Hause sitzen. YouTube ist sicherlich auch noch da, wenn ihr wieder zurück seid. In diesem Sinne, ciao und servus. Bis zum nächsten Mal.